Heute möchte ich erneut ein weiteres Vorurteil über den Winddruck in Orgeln beseitigen oder dies zumindest versuchen. Ich habe dies bereits in anderen Videos erläutert, aber jedes Mal, wenn ich eine falsch konstruierte Orgel sehe, dann denke ich mir, dass es doch nicht so offensichtlich ist. Denn bei vielen Orgeln sieht man rechteckige Kanalwinkel. Die Orgelbauer denken, dass der Druck überall konstant ist, und in der Orgel es somit völlig egal wäre, wie man die Kanäle baut. Ich selber habe an einer Orgel gearbeitet und repariert, die ausschließlich aus rechteckigen Kanalwinkeln besteht. Und dort wurde ein sehr lauter und kräftiger Motor und außerdem ein etwa 3 Meter langer Magazinbalg eingebaut. Andere Orgeln dieser Art kommen locker mit einem Balg aus, welcher die Hälfte dieser Größe hat. Diese Orgel aber nicht. Woran liegt das? Der Orgelbauer dachte eben, dass es völlig unerheblich ist, wie man die Kanäle konstruiert, denn der Druck sei ja überall gleich. Das ist auch prinzipiell völlig richtig, außer in der Atmosphäre ist der Druck ja auch allseitig und gleich. Das lernt man in der Schule bereits in der 8. Klasse. Aber wenn man einmal auf den Schöpfbalg tritt, dann merkt man, wie rasch der Druck sofort wieder absinkt. Ob das an Undichtigkeiten oder an Ventilen liegt, das kann man nicht so genau sagen. Aber an dieser Stelle wird klar, dass der Orgelmotor oder Ventilator kontinuierlich Winddruck erzeugen muss, damit dieser Druck, der ja angeblich allseitig und überall gleich ist, eben aufrechterhalten wird. Aber würde man den Druck messen, dann würde man feststellen, dass der ursprüngliche Druck weitaus höher ist als der Druck in den kleineren Kanälchen des Windkastens. Wie kann das sein? Der Druck ist doch angeblich überall gleich. Genau dies gehört zu den verbreitetsten Irrtümern des Orgelbaus. Wie bei Vorurteilen wird das angeblich Offensichtliche als unumstößliche Wahrheit dargestellt und dann aus dem Physikunterricht der 8. Klasse zitiert, dass der Druck überall gleich sei. Schaut man sich aber die Bernoulli-Gleichung an, dann stellt man fest, dass der dynamische Druck aufgrund der Strömung ebenfalls eine Rolle spielt. Der Ventilator sorgt für einen hohen Druck. Sobald aber die Kanäle im Querschnitt kleiner werden, dann ändert sich die Strömungsgeschwindigkeit, denn das Produkt aus der Fläche und der Geschwindigkeit ist konstant, logischerweise. Denn das Volumen kann ja sonst nirgendwo hin. Und wenn es nun aber zu Strömungsverlusten kommt, dann verringert sich die Strömungsgeschwindigkeit stark und der dynamische Druck fällt ab. Dadurch fällt aber auch der gesamte Druck ab. Es ist also nicht so, dass der statische Druck dann im größeren Windkasten wieder höher ist, während er vorher in den verwinkelten und engen Kanälchen geringer war als der dynamische Druck. Genau darin liegt der Denkfehler. Durch die Strömungsverluste gab es einen Abfall des dynamischen Drucks, wodurch dann natürlich auch der Gesamtdruck danach weitaus geringer ist. Und genau an dieser Stelle versagt die Vorstellungskraft der Orgelbauer. Denn bei einer besseren Konstruktion der Orgel hätte man auch einen weitaus kleineren Magazinbalg und Motor benötigt. Das Vorurteil ist aber offensichtlich unausrottbar. Vermutlich wird immer wieder gedacht, je mehr Druck, desto mehr Druck auch im Windkasten, sodass die Pfeifen besser klingen und die Orgel lauter ist, also kräftiger und schöner klingt. Diese Rechnung geht aber nicht auf. Denn der Druck im Windkasten ist nämlich nicht gleich und allseitig, sodass immer größere Magazine auch dort einen höheren Druck produzieren können. Nein, denn durch die Strömung sinkt der gesamte Druck ab. Die Lösung besteht also lediglich darin, die Strömung in den Kanälen zu optimieren, was bei größeren und besseren Orgeln auch getan wird. Aber an dem Schema erkennt man ja eindeutig, dass die Windteilchen am rechteckigen Winkel reflektiert werden, sodass die Geschwindigkeit der Strömung massiv verringert wird. Und ein letztes Mal, es ist also nicht möglich, durch immer höheren Druck einen besseren Klang zu erhalten, sondern lediglich und ausschließlich durch eine Optimierung der Windkanäle. Aber offenbar ist diese Vorstellungskraft über den angeblich überall konstanten und gleichmäßigen Druck in einer Orgel unausrottbar. Der Druck in der Orgel ist nämlich eben gerade nicht konstant. Genau das besagt die Physik.